Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, der Titel ist ein bisschen provokant, lasst euch davon aber nicht verunsichern, denn wir werden wirklich einige Produkte zerstören, denn ich versinke so ein bisschen im Chaos. Wenn ihr meinen Schminktisch sehen würdet, wenn ihr meine Schminksammlung sehen würdet, dann würdet ihr feststellen, Mäuseken, da muss was getan werden. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen vieles aussortieren. Wir werden viel durch die Schminksammlung gehen. Es wird viele Verlosungen und Geschenke geben, die ich an euch abgeben würde. Ich habe hinten im Lager eine riesengroße Kiste voll. Ich habe die ganze Schminksammlung voll mit unbenutzten Produkten. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich schreibe euch alle Informationen unten in die Infobox und abonniert den Kanal schon mal, damit ihr die Gewinnspiele dann in den nächsten Wochen nicht verpasst. Ich finde, Gewinnspiel ist immer so ein bisschen doof, weil ihr müsst nichts raten, ihr müsst einfach nur da sein und ich wähle dann aus den Kommentaren was aus. Worum geht's heute? Ich wollte so ein bisschen reduzieren. Hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass es am Ende anders geworden ist als gedacht. Aber ich dachte, ich nehme euch da mit, weil es vielleicht für die ein oder andere Maus von euch auch ganz spannend sein könnte. Vielleicht seid ihr Make-up-Artists beruflich, vielleicht seid ihr Make-up-Artists aus Hobby oder wollt damit durchstarten und wollt halt nicht mit einer kompletten IKEA-Alex-Regalsammlung bei euren Kundinnen ankommen. Deswegen habe ich heute das hier. Das ist eine... Ich glaube, früher hieß es Z-Palette. Ich glaube, Z-Palette war früher eine eigene Marke. Im Prinzip ist es folgendes. Du hast hier 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, Farben reinzumachen. Und ich zeige euch, wie wir so ein paar Sachen depottet haben. Ich bin noch nicht fertig. Ich glaube, man wird nie fertig damit. Aber ich zeige euch schon mal einen kleinen Eindruck, was euch gleich erwarten wird. Es ging mir so ein bisschen darum, um einfach Platz zu sparen und wenn das Ding voll ist, dann ist es deutlich handlicher, als wenn ich 20 einzelne Lidschattenpaletten, 15 verschiedene Blushes mitnehme, wenn ich auf Reisen bin. Im Moment ist es ja wieder so, dass ich viel unterwegs war, beziehungsweise auch wieder sein werde. In den nächsten Monaten geht es für mich nach Amsterdam, nach London, Berlin, Hamburg, hin und her. Und da kann ich natürlich nicht immer meine komplette Schminksammlung mitnehmen. Ich möchte aber, wenn ich dort bin, eine Auswahl haben. Und da ist natürlich der Kulturbeutel begrenzt an Platz, weil ich einfach nicht alles mitnehmen kann. Aber so habe ich die Möglichkeit, verschiedene Dinge mitzunehmen. Das heißt, ich nehme euch so ein bisschen mit auf den Weg, wie ich dieses Ding hier befüllt habe. Ganz wichtig, ich verlinke euch das hier und das Set dazu. Das wurde mir vorgeschlagen. Da ist Amazon natürlich immer sehr, sehr gut. Da ist ein Spatel mit dabei und so Magneten. Ich habe jetzt schon die kleinen Magneten benutzt. Die großen habe ich nochmal aufgehoben. Das Ding ist natürlich nicht fertig. Das ist, glaube ich, ein Prozess, den man durchlebt. Bei manchen Sachen, muss ich sagen, war es ein bisschen schwieriger. Das seht ihr aber gleich. Und hier ist das Ding einmal. Ich habe das bei Amazon gekauft. Das hat 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, die Farben reinzumachen. Die Inspiration war ja beispielsweise hier habe ich noch Muster von meiner Catrice-Palette oder aber auch Verpackungen wie das hier. Das sind total gute Produkte, allerdings nehmen die erstmal richtig viel Platz weg, wenn ich sie beispielsweise irgendwohin mitnehmen möchte. Und zweitens habe ich viel mehr Möglichkeiten, die Produkte zu benutzen. Das heißt also, wir werden diese ganze Kiste probieren, ohne größere Beschädigungen hinzukriegen. Und ich habe mir dazu auch noch das hier geholt. Da ist einmal ein Spatel mit dabei und dann diese Magneten. Wir müssen mal gucken, weil das hier ja eigentlich schon magnetisch ist. Wir probieren es jetzt mal mit der ersten Farbe. Das ist jetzt hier ein Blush von Benefit. Ich habe jetzt ein paar Sachen einmal rausgesucht, die ich viel zu selten benutze, weil sie einfach unhandlich sind. Beziehungsweise, wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich halt nicht 20 von diesen Paketen mit. Und dann können wir einfach mal probieren, ob man das hier vorsichtig gelöst bekommt. Ja, das geht sogar sehr, 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 sehr gut. Was ich feststelle ist, mit Papierverpackungen geht es deutlich, deutlich besser. Und wenn die Fändchen so groß sind. Und es ist sogar magnetisch. Ja, genial. Okay, Freunde, wir machen mal weiter. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Es geht sehr, 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 sehr gut. Oh, was für eine krasse Farbe hier, ne? Ich finde, man lernt auch ganz gut verschiedene Texturen kennen. Die Farbe Crystal ist beispielsweise extrem weich gepresst, hat also demnach auch ein bisschen mehr Fallout, kann das aber hier gut mit reindrücken. Ich finde irgendwie,
hat das auch so ein bisschen was Therapeutisches, wenn man einfach hier so ein bisschen Make-up, ich mach's ja nicht kaputt. Ich glaube, bei einigen wird's bestimmt auch falsch ankommen, weil sie einfach denken, dass ich so, ja, so aggressiv mit den Produkten umgehe. Aber wenn ihr Probleme habt mit Platz oder einfach so ein bisschen effizienter arbeiten wollt, dann ist das eine super gute Sache. Ich habe beispielsweise auch hier diese Palette von Natasha Denona. Die benutze ich eigentlich nie, weil die super, super unpraktisch ist. Ach nee, wartet mal. Ich dachte, bei manchen Natasha Denona Paletten hast du hier hinten so Löcher, um sie zu depotten. Wir gucken mal, ob wir es hier mit hinkriegen. Nein. Okay, das geht so nicht. Muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also wie gesagt, mit Papier ist es deutlich, deutlich einfacher. Ich habe auch hier beispielsweise eine von Love. Love gibt es ja leider nicht mehr. Wir machen einfach mal weiter mit Lidschattenpaletten. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Palette. Das ist eine ganz, 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 ganz alte schon. Da kann man wohl ganz gut hier hinten das irgendwie aufbrechen. Und man sieht mal, wie Make-up so zusammengepackt ist, ne? Also du hast hier einmal den Karton mit dem Spiegel und der wird dann verklebt mit der Umverpackung, da wo die Palette eigentlich nur drin ist. Im Prinzip könnte man das schon fast so mit reinlegen. So, da kommt sie schon. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, es ist auch eine Übungssache. Schaut mal, wie ganz anders die Palette jetzt aussieht. Jetzt sind wir ganz vorsichtig. Und am Ende bleibt eigentlich nur so ein kleines Pfännchen übrig. Ich mache euch mal ein bisschen einen Schnelldurchlauf. Ich habe jetzt nochmal meine neue Galaxy-Palette mitgenommen, weil ich finde es, glaube ich, ganz schön, einfach mal zu sehen, wie viele Farben ich insgesamt schon rausgebracht habe an Lidschatten alleine. Und dann kann ich die auch wirklich perfekt nach Farbe sortieren. Ich liebe alle Produkte, die ich rausgebracht habe. Und manchmal, wenn ich unterwegs bin, dann weiß ich, ey, Left on Red ist so eine gute Farbe, aber ich habe sie jetzt nicht da, weil ich die ganze Palette halt nicht mitgenommen habe. Hier gibt es gar keine Möglichkeit mehr, außer sie mitzunehmen. Deswegen werden die jetzt hier auch noch depottet. Wahnsinn, das ist echt wirklich eine ganz schöne Menge an Lidschatten. Ich will sie jetzt mal so ein bisschen farblich sortieren. Ich habe hier ja schon angefangen. Ich gehe jetzt mal nicht nach schimmernd und matt, sondern ich sortiere einfach erstmal so ein bisschen nach Farbe. Und ihr könnt es auch sehen, es sind ja unterschiedliche Paletten gewesen, aber es sind auch unterschiedliche Farben. Und es gibt nicht eine einzige Farbe in allen meinen Produkten, die gleich ist. Das war mir immer wichtig, dass ich immer andere Farben habe. Auch wenn sie nur einen kleinen Unterschied haben, es sind immer andere. Das ist einfach so satisfying, ne, das zu sehen. Ich glaube, man erkennt, in welches Farbschema ich ganz gerne gegangen bin. Aber das kommt jetzt hier einfach rein. Und dann bin ich echt zufrieden. Das ist eine Sauerei, ne? Den Tisch kann ich danach echt neu sauber machen. Aber es funktioniert. Und ich glaube, wenn man regelmäßig unterwegs ist oder einfach auch gerne unterwegs ist und viel Auswahl hat, dann macht das schon Sinn. Mal ein kleiner Zwischenstand. Ich habe jetzt ein Drittel erst geschafft und das ist echt eine Fummelarbeit. Ne? Also meine Finger sehen echt nicht mehr so schön aus, aber das ist okay. Ich habe es jetzt auch langsam aufgegeben, diese kleinen Pappdinger hier hinten abzumachen. Ich muss dazu sagen, wenn man sich darauf einlässt, ist es schon fast ein bisschen beruhigend. Du musst dich aber darauf einlassen und ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen unterschätzt. Das ist aber völlig in Ordnung. Dafür zeige ich euch, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wahrscheinlich. Ne? Ich verlinke euch diese Palette mal, weil ich glaube, dass das schon eigentlich ganz viel Spaß machen kann. Ich weiß, manche lieben wirklich die Verpackungen von Lidschattenpaletten und sammeln die auch. Aber wenn man viele Farben hat, beispielsweise hier, guck mal, das Ding hier von Jaclyn Hill, das hatte ich mir eigentlich auch noch vorgenommen. Das ist halt echt eine Menge, ne? Und das ist super viel Platz, den du eigentlich nicht brauchst. Okay, also aus den Plastikdingern ist es wirklich, wirklich super schwierig, das rauszukriegen. Ich habe jetzt hier beispielsweise den Charlotte Tilbury Blush rausbekommen. Aber auch nur das eine Teil, das Innenleben, das Metallfännchen, es geht einfach super, super schwierig raus. Ich müsste es mal probieren mit einem Föhn. Das kann ich jetzt hier aber nicht machen. Ansonsten, glaube ich, für heute reicht es erstmal. Wir machen das die Tage auf jeden Fall weiter, weil es macht schon Spaß und es hat halt auch wirklich einen Zweck für mich. Ich würde sagen, fast das Einfachste. Ein kleines Update. Ich habe es geschafft.
Das sind alle Lidschatten, die ich jemals rausgebracht habe. Und ich finde, das Schöne ist, jetzt sieht man auch einfach mal, wie viel Auswahl man hat. Ne? Wenn du wirklich alle Farben hast, und man muss dazu sagen, das ist ganz, ganz wichtig, wenn Lidschatten in einer Verpackung sind mit einer Farbe, wirken sie nochmal ganz, ganz anders als ohne. Das ist immer sehr, sehr schön zu sehen, wie sie auf neutralem Hintergrund oder nebeneinander sind. Aber das ist echt eine Menge, Freunde. Ne? Für mich geht es jetzt weiter. Ich probiere jetzt mal, das wird ein richtiger Krampf, Cream Blushes. Ich habe es eben schon gesagt, die Papier-Lidschattenpaletten sind sehr, sehr einfach auseinanderzunehmen. Ich weiß, dass manche Marken mittlerweile, vor allen Dingen High-End-Brands, die von Make-up-Artists genutzt werden, wie beispielsweise Natasha Denona, hinten so kleine Löcher haben. Das haben die meisten Drogeriepaletten nicht und es geht mit Papierverpackungen deutlich einfacher, weil ihr die ohne großen Schaden, also an den Lidschatten, zerreißen könnt. Diese Kunststoffpaletten, die fühlen sich natürlich sehr hochwertig an, sind aber zum Depotten, wenn sie keine Löcher unten haben, super, super schwierig. Die sind nämlich stark verklebt und Papier kannst du auseinanderbrechen, Plastik wird ein bisschen schwieriger. Hat ganz gut geklappt und ich muss dazu auch sagen, ich bin mit dem Endergebnis extrem happy. Erstmal sieht man jetzt hier, wie viele Farben ich schon rausgebracht habe. Du müsstest mir sagen, okay, welche Farbe war in welcher Palette drin. Ich könnte es dir sofort sagen. Ich kenne jede Farbe von mir. Ich könnte sogar wahrscheinlich jeden einzelnen Farbnamen dazu sagen. Außer in der letzten, in der Galaxy-Palette, da gab es keine Farbnamen. Ich finde, da sieht man schon, dass das echt krass ist. Und man erkennt mein Farbschema. Und dafür habe ich es ein bisschen gemacht, kann ich euch ja sagen. Ich liebe ja Make-up und ich würde gerne den Rest meines Lebens weitere Kollektionen machen, weil mir das einfach wirklich, wirklich Spaß macht. Wenn es nicht Maxim X irgendwas ist, sondern für eine andere Marke Kollektion machen, wäre das auch völlig fein. Ich liebe das. Es macht so viel Spaß, Farben zu sortieren, Farbthemen auszuwählen, die Swatches zu machen. Deswegen mache ich es ja auch. Ne? Es macht einfach wirklich, wirklich Freude. Und ich könnte mir das hauptberuflich sehr, sehr gut vorstellen. Und jetzt habe ich hier ja schon mal so einen Überblick mit Farben, die ich schon habe. Und wenn ich irgendwann mal vielleicht eine neue Kollektion rausbringe, kann ich hiermit vergleichen, ob ich diese Farbe schon mal hatte. Ihr seht ja, es gibt keine einzige Farbe, die gleich ist. Selbst in der Kamera sieht man, glaube ich, so ein paar Unterschiede. Die beiden sind sich, glaube ich, am nächsten, sind aber komplett anders, weil die ist sehr, sehr kalt und die ist sehr, sehr warm. Andersrum, die ist sehr, sehr kalt und die ist sehr, sehr warm und ist im Auftrag ganz anders. Wenn ich irgendwann was Neues habe, kann ich vergleichen, okay, ja, das habe ich schon. Aber wenn ihr jetzt das seht, schreibt mir mal in die Kommentare, was euch fehlen würde, wenn ihr schon alles habt an Kollektionen von mir oder Paletten von mir. Dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Farbthema euch fällt. Weil wir haben jetzt warme Töne, haben wir, glaube ich, ganz gut. Wir haben so ein paar bunte Töne. Ich bin aber nicht so die Gelbmaus, ne? Und so Rotmaus ist für den Alltag vielleicht nichts. Man kann so ein bisschen was natürlich damit machen. Ich mag es aber recht bieder jetzt nicht, gediegen. Vielleicht habt ihr da ein paar Ideen und Wünsche. Das ist natürlich das Ziel, ne? Dass ich Produkte rausbringe, auf die ihr auch natürlich Lust habt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Lidschattenpalette hat sehr, sehr gut gepasst. Jetzt geht's zu den Blushes. Es klappt doch. Es klappt doch, Freunde. Man muss das so ein bisschen aufhören. Ich habe jetzt hier mal so einen Schraubenzieher. Und hier ist ein ganz kleiner Spalt. Und da muss man echt vorsichtig sein. Aber die sind auch schon ein paar Tage alt. Aber ich glaube, wenn ich sie hier drin habe, dann ist das eine Möglichkeit, dass ich sie vielleicht wieder öfter nutze. Oh nein! Aber bei Cremeprodukten ist es gar kein Problem. Einfach mit dem Föhn raufföhnen und dann schmelzen die oben wieder so ein bisschen. Ich hätte das ja auch so gerne mit Lippenstiften, ne? Aber das ist richtig aufwendig. Brauchst du ein System für. Okay, Pink, der will irgendwie nicht. Ich wollte es euch einmal zeigen, wie es funktioniert. Das ist auch eine wunderschöne Farbe. Das war jetzt keine Blushfarbe für mich, aber... Okay, also der geht definitiv nicht, genauso wie der pinke. Da müssen die da bleiben. Aber wir haben noch den hier. Passt ja farblich auch perfekt dazu, ne? Okay, aber hier könnte es ein bisschen einfacher sein, weil jetzt kann man das hier so, schaut mal, das hier raushebeln und dann kann ich es eigentlich so hier mit reinpacken, wobei das jetzt ein bisschen hoch ist. Aber so habe ich es ein bisschen besser in der Hand. Da ist er. Und da muss man immer so ein bisschen schauen, wo ist der größte Spalt? Hier.
kann man das hier so ein bisschen wieder glatt machen. Wahnsinnig schön. Ja, und da seht ihr, da bin ich nicht ganz so weit gekommen. War ein bisschen schwierig. Also die Benefit Blushes haben sehr, sehr gut funktioniert, weil sie natürlich in der Pappverpackung war. Außer Crystal, die war so ein bisschen trockener. Aber ich wollte euch anhand der Blushes mal zeigen, wie sinnvoll das für mich ist. Ne? Ich nehme meinen Rival Loves Me Blush und kann jetzt hier beispielsweise, wenn ich unterwegs bin und weiß, okay, ich möchte heute irgendwas Aufregendes haben, dann gehe ich ein bisschen in Crystal rein, kann mir den Ton dann auftragen. Und wenn ich sage, ach, ist mir doch vielleicht ein bisschen zu laut, dann nehme ich halt den Popshot von Charlotte Tilbury und blende ihn da so ein bisschen mit rein und habe ein deutlich reduzierteres Ergebnis und habe einfach Auswahl. Genauso wie das hier von NARM, das ist ja wirklich der absolut genialste Bronzer-Konturton ever. Liebe ich sehr. Also, da seht ihr, mit den Plastikverpackungen unglaublich schwierig. Genauso wie, wenn ich nach ganz oben gehe, zu den Cream-Produkten. Da ist es so ein bisschen das Einfache, dass man die wieder... Also, du kannst die schmelzen und dann funktioniert es ganz gut. Ich weiß, einige Make-up-Artists haben wirklich wie so ein... Wie heißt denn das? So ein Teelichtwärmer. Da kannst du dann unten ein Teelicht reinmachen. Dann hältst du halt mit einer Pinzette das Produkt darüber. Dann schmilzt es und dann hast du wieder eine gerade Fläche. Oder du nimmst einen Föhn und föhnst es ein bisschen an. Dann ist die Oberfläche auch nass. Mir geht es aber auch wirklich eher darum, dass es für mich ist. Ich bin ja jetzt nicht die Maus, die sagt, ich möchte 20.000 andere Leute schminken. Das ist nicht mein Job. Das kann ich ja auch nicht. Aber ich möchte eine Auswahl haben. Und wenn ich das in den nächsten Wochen weiter befülle, dann glaube ich, macht das super, super viel Spaß. Da bin ich sehr gespannt, welche Produkte ich nochmal depotten soll. Womit es immer sehr gut funktioniert, schaut mal hier. Das machen wir jetzt noch. Hier, diese Hermes-Produkte. Habe ich ja einige gekauft, mal für Videos. Und die sind refillable. Also das heißt, du kannst... Die Verpackung musst du nicht nochmal kaufen. Du musst dann einfach nur noch dieses Inlay kaufen. Und da ist ja schon ein Loch drin, womit ich das rauskriege. Ach, schaut mal. Da ist es. Da ist Kleber dran. Dann kannst du das einfach rausnehmen. Das ist ein bisschen eklig, weil der Kleber ist mittlerweile wieder weich geworden. Das passiert oft bei Klebern. Kleber haben nur eine begrenzte Halbwertszeit. Ne? Also manchmal passiert es, dass wenn ihr eine alte Lidschattenpalette habt, dass dann die Farben rausfallen, weil der Kleber einfach nicht mehr funktioniert. Sehr, 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 sehr gut. Die packen wir doch mal direkt mit. Hier ist kein Platz mehr. Machen wir es einfach mal hier hin mit dazu. Muss ich noch einen Magnet dran machen. Wir haben den Highlighter. Auch den mag ich sehr, 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 sehr gerne. Der ist sehr zart, aber recht grob glitzerig. Ne? Also das muss man schon mögen. Also das ist wirklich, da könnte ich mich ein bisschen drüber aufregen. Sie sagen, es ist refillable, aber sie verkleistern das Ding komplett, ne? Dann mach das doch mit Magnet, aber das ist dann wieder zu teuer. Aber Mäusekind, du hast 70 Euro für einen Highlighter genommen, dann gib mir den Magneten. Wir haben den und wir haben noch das Setting Puder. Das ist ein bisschen hell, das mag ich nicht so gerne, aber es ist gut, um Lidschatten zu fixieren. Das ist wirklich, also da könnte ich mich echt massiv gerade drüber aufregen. War gar nicht geplant. Ich hatte mir hier so ein Zettelchen genommen, was ich euch erzählen wollte. Und das stand nicht mit drauf. Aber jetzt seht ihr es nochmal. Also, ich habe natürlich jetzt auch kein Werkzeug hier. Das ist ja wirklich, also das ist eine Unverschämtheit. Okay, da geht's schon kaputt. Also, ihr merkt auch, es funktioniert nicht unbedingt mit allen Produkten, weil manche Texturen so gebrechlich sind, dass du da wirklich definitiv ein bisschen vorsichtiger sein musst. Kleiner Wunsch, liebe Brands, wenn ihr Refillable-Produkte rausbringt, dann bitte magnetisch. So, hier. Meine Freundin, die Charlotte Tilbury, der hat diesen Bronzer rausgebracht. Der ist magnetisch, der ist nicht geklebt. Das heißt, du kannst ihn hier reindrücken hinten. Zack. Dann kommt der raus, ist magnetisch. Du hast die Verpackung, kannst du entweder wegwerfen oder du refillst den dann ohne Kleber. So habe ich auch gleich alles wieder mit dabei. Und ich glaube, ihr seht, dass es ist eine wahnsinnige Arbeit, das vorzubereiten. Ich glaube aber, dass ich davon zumindest langfristig profitiere, wenn ich weiß, okay, das sind jetzt Produkte, die ich sehr, sehr gerne mag. Natürlich werde ich nicht drum herum kommen, vielleicht mal das ein oder andere Produkt nochmal mitzunehmen. Aber mir hilft es einfach, ein bisschen Überblick zu haben und platzsparend zu sein. Das Ding kann ich hier vorne hinstellen, habe meine Produkte hier, kann mich daran bedienen und bin immer gut ausgestattet, falls ich doch mal jemanden schminken soll. Ich weiß nämlich, dass ich meine beste Freundin wahrscheinlich zu ihrer Hochzeit schminke. Wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit. Das heißt, wir müssen ein bisschen üben, aber
Da habe ich alles mit dabei und ich weiß, meine Produkte funktionieren, da weiß ich, wie es funktioniert. Freunde, war mal ein ganz, ganz anderes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr, das ist eh so ein Thema gerade, ob ihr solche, das ist ja nicht behind the scenes, aber es ist halt nicht so, guck mal, ich sitze hier, es ist 6:02 Uhr. Ich sitze hier, als würde ich gleich, weiß ich nicht, eine Preis, oh, Preisverleihung kriegen. Ganz, ganz wichtig, ich bin nominiert mit euch als Community für den Glammy Award. Fällt mir ein. Ich setze euch den Link rein. Es ist total nervig. Es tut mir unglaublich leid, diese Abstimmung zu machen. Aber wir können was gewinnen. Wir können diesen Award als Community gewinnen. Und das ist richtig, richtig krass. Ich setze euch den Link unten rein. Bitte nehmt euch die 3 Minuten Zeit und stimmt für uns ab. Ganz am Ende. Ich sehe hier aus, als wäre ich gestriegelt um 6 Uhr morgens. Und ich wollte euch fragen, ob ihr auch mal ein bisschen was Gediegeneres sehen wollt. Ne? Also so wie jetzt, da sitze ich im Lager und zerkloppt meine Lidschattenpaletten. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ihr süßen Mäuse. Habt das schönste Wochenende, habt den schönsten Tag. Egal, wann auch immer ihr dieses Video seht, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.